Hallo, liebe Watchpoint-Freunde. Heute haben wir was Schönes für euch. Und zwar möchte ich euch einmal die Deep Blue Master 1000 mit Yellow Loom vorstellen. Die Deep Blue ist eine reine Taucheruhr. Sehr hochwertig. Und ich zeige euch erstmal, was ihr bei dieser Uhr alles erhaltet. Da ist einmal ein Brillenputztuch, Uhrenputztuch, ein Schlüsselanhänger. Finde ich so nett. Dann habt ihr natürlich eine Warranty Card. Ich habe sie mir bei Timestore.org gekauft. In dieser Warranty Card ist ein bisschen was über Deep Blue zu lesen. Unter anderem natürlich dann auch die Funktionen der Uhr erklärt. Relativ easy alles. So, das Ganze kommt dann in so einer Box. Finde ich eigentlich ganz witzig, weil, wie gesagt, das ist eine reine Taucheruhr. Und die Uhr selber ist dann in so einer Art, ja, es ist ähnlich wie ein Brillenetui. Hier wird die Uhr ausgeliefert. Sehr schön. Hier oben wäre dann die Warranty Card und das Putztuch drin gewesen. Habe ich aber für euch schon mal rausgenommen. So, dann kommen wir schnell zur Uhr. Wie gesagt, das ist jetzt die Master 1000, und zwar das Modell Yellow Loom. Warum Yellow Loom? Bei der Uhr ist es so, das ist euch bestimmt bekannt von Citizen, Seiko und von ähnlichen Modellen, das ist ein sogenannter Leuchtkeks. Das heißt, wird die Uhr von der Sonne bestrahlt, leuchtet das komplette Display. Das zeige ich euch dann auch später noch. Insgesamt ist die Uhr komplett aus Stahl mit einem durchsichtigen Boden, wie ihr seht. Verbaut wurde bei dieser Uhr ein Seiko MH35 Automatiklaufwerk, Kaliber, 24 Steine. Bei der neuen Version von 2020, Keramik-Inlay, die Lünette ist einseitig drehbar. 120 Klicks, man hört es auch. Sehr schöne Uhr, muss man wirklich sagen. So, passt nicht ganz oben, aber egal. Kommt die Lünettenpolizei wieder nachher zu mir. So, verschraubbare Krone. Ihr seht's. Jetzt habe ich sie schon rausgedreht. An der Krone könnt ihr natürlich ganz normal die Uhrzeit verstellen. Stufe 1 wäre dann, also 1 zurückgedrückt, das Datum. Ja, mit dem Seiko-Laufwerk, das ist schon toll. Das ist wirklich ein ganz tolles Kaliber. So, und wenn ihr dann wieder tauchen wollt, einfach fest andrücken und komplett verschrauben. Zack, komplett verschraubt die Uhr. Wie gesagt, wir haben einen Glasboden an der Uhr. Die Uhr ist 200 Meter wasserdicht. Nein, jetzt habe ich Mist erzählt. 300 Meter wasserdicht. 30 ATM. Komplett Stainless Steel. Japan Movement bedeutet das Seiko Movement. Besonderheit an der Uhr, das seht ihr hier. Das ist das Heliumventil. Das heißt also, wenn ihr wirklich mit dieser Uhr tauchen geht und kommt wieder hoch, nachdem ihr einen tieferen Tauchgang gemacht habt, könnt ihr hier am Heliumventil langsam durchs Öffnen die Luft wieder rauslassen. Das heißt, es sammeln sich ja Heliumpartikel an und diese werden dann wieder aus der Uhr rausgelassen. Das hat den Vorteil, geht man mit einer Uhr rein, die das nicht hat, kann es sein, dass das Glas auch mal zerspringt. Also für tiefere Tauchgänge sind solche Uhren ein Muss. Aber das kennen die Taucher unter euch. Das ganze Gehäuse besteht halt aus 100% Edelstahl. Hatte ich schon erwähnt. Ist wunderschön gebürstet. Sieht richtig toll aus. Ganz, ganz edel. Die Maße der Uhr 44 mm ohne Krone. 46 mit Krone. Die Gehäusehöhe
Man sieht das auch schon, die ist relativ dick. Das sind 14 mm. Die Stegbreite für andere Armbänder sind 22 mm. Das heißt, ihr könnt natürlich auch anderes Armband dran machen. Es gibt die auch mit Stahlband oder halt auch mit einem NATO-Band. Ich hatte mir die Version besorgt mit dem schönen Kautschukband, was wirklich sehr, sehr hochwertig ist. Es ist sehr weich, sehr schön und hat Rundanstoß. Das heißt, die passt perfekt zu der Uhr. Besonderheit Nummer 2, Saphirglas. Bei Uhren in dem Preissegment nicht immer üblich, auch nicht bei Seiko und bei Citizen. Aber Deep Blue arbeitet da fast generell mit. Und finde ich super, ist halt sehr kratzfest und hält natürlich einiges mehr aus. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Ihr habt mal einen Einblick über eine Deep Blue bekommen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Video. Und Watchpoint bedankt sich fürs Zuschauen. Also, ihr Lieben, bis bald. Tschüss.